Wie bekomme ich Demut im Gebet? Wie bekomme ich das? So wie jemand fragt, der sagt, ich möchte zunehmen, der fragt, wie kann ich zunehmen? Dann sagt man ihm, ja, du musst Muskeltraining machen und dieses und jenes Essen, brauchst einen Ernährungsplan. Oder jemand sagt, er muss abnehmen, dann sagt man ihm, ja, geht Cardio machen, geht so und so viel Joggen am Tag und esse dieses und jenes. So müssen wir einen Weg haben, wie kriegen wir Chushur oder mehr Chushur, mehr Demut im Gebet, wie schaffen wir es, dass unser Herz eher anwesend ist. So. Und da gibt es vier Eckpunkte. Eckpunkt Nummer eins, wir müssen uns bewusst sein, wie wichtig das Gebet ist. Eckpunkt Nummer zwei, wir müssen uns bewusst sein, wen wir anbeten. Eckpunkt Nummer drei, wir müssen uns bewusst werden über die Dinge, die wir im Gebet aussprechen. Eckpunkt Nummer vier, wir müssen uns bewusst sein über den Sinn der Bewegungen, der Weisheit der Bewegung, die wir im Gebet machen. Das sind die vier Eckpunkte, die uns helfen werden, inshallah mehr Chushur im Gebet zu bekommen.